Heute ist Freitag und da passt es gut, dass ich eine Forelle vorbereite. Die Forelle kann frisch bzw. gefroren verwendet werden. Sie sollte wohl vorher einen Tag im Kühlschrank auftauen. Beim Kauf der Forelle soll darauf geachtet werden, dass die Augen klar sind und dass er frisch riechen soll. Bevor ich mich an den Fisch ranmache, schäle ich erst die kleinen, festkochenden Kartoffelchen und lasse sie in Salzwasser kochen. Den Fisch unter fließendem Wasser abwaschen und anschließend mit Küchenpapier trocken tupfen. So, die Forelle wird von innen und außen mit Pfeffer und Salz bestreut. Und ich habe noch eine besondere Marinade, die ich fertig mache. Und zwar besteht die aus Knoblauchzehen, einige Tropfen Zitronensaft. Und das Ganze vermenge ich jetzt mit Kräuterbutter. Einen guten Stich gebe ich rein. So, und das vermenge ich jetzt mit der Knoblauchzehe. So. Jetzt fülle ich diese Paste in den Bauch der Forelle rein. Zu guter Letzt lege ich einen frischen Zweig Thymian dazu. Ab in die gefettete Auflaufform. Sobald die Augen der Forelle weiß gefärbt sind, ist der Fisch gar. So, und nun kann ich die Forelle in den Backofen schieben. In einer Pfanne gebe ich wieder einen guten Stich Kräuterbutter und schwenke die Kartoffeln mehrmals darin. Etwas Salz darüber und fertig. Meine Forelle ist fertig. Ich kann jetzt zu Tisch gehen und ich kann nur sagen, guten Appetit und Prost auf ein gutes Gelingen.